Hallo aus dem ProKlima TV-Studio. Unterdeckung oder Unterdach? Wovon hängt eigentlich ab, welches System ich einsetzen muss? Die Antwort dazu weiß sicherlich der Bauingenieur Michael Förster. Er ist seit mehr als 15 Jahren bei ProKlima, leitet die ProKlima-Anwendungstechnik und setzt sich gern mit bauphysikalischen Fragen auseinander. Michael, was ist der Unterschied zwischen Unterdeckung und Unterdach? Das ist ganz einfach. Unterdeckungen müssen aus einem ausreichend wasserdichten Material bestehen und auf einer tragfähigen Unterlage angeordnet werden. Unterdächer dagegen müssen wasserdicht sein. Also nicht ausreichend wasserdicht, sondern richtig wasserdicht und werden ebenfalls auf einer tragfähigen Unterlage angeordnet. Genau geregelt werden die Anforderungen im Regelwerk des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerkes. Was steht denn da genau drinnen im ZVDH? Das ist wirklich eine ganze Menge. Das ganze Wissen des ZVDHs ist in zwei solchen dicken Ordnern angeordnet. Und hier enthalten sind die Anforderungen, welche an die Materialien gestellt werden und natürlich auch Empfehlungen, wie man Konstruktionsdetails auszuführen hat. Und unter anderem stehen natürlich auch Informationen darin, wie man Eindeckungen bzw. Unterdeckungen unter Eindeckungen zu erstellen hat. Das ist ja jetzt echt umfangreich. Wie komme ich denn jetzt schnell an eine Info? Ja, Heidi, da hast du vollkommen recht. Und deshalb haben wir extra diese Broschüre erstellt, mit der man einfach und schnell alle erforderlichen Informationen bekommen kann, welche regensichere Zusatzmaßnahme unter welcher Eindeckung erforderlich ist. Kannst du das an einem Beispiel erklären? Ja, natürlich. Unser Beispieldach wird errichtet in Bingen am Rhein. Das ist westlich von Frankfurt. Es handelt sich dabei um ein Satteldach mit 42 Grad Dachneigung. Dieses Satteldach wird eingedeckt mit einem Dachziegel, der eine Regeldachneigung von 22 Grad besitzt. Damit kommt es zu keiner Unterschreitung der Regeldachneigung des Dachziegels. Wenn man sich das Dach mal genau anschaut, dann wird das Dach ausgeführt mit einer Satteldachgaube und einer Laufanlage. Das bringt uns für unsere Berechnung eine erhöhte Anforderung. Weiterhin haben wir zwei erhöhte Anforderungen aufgrund der wärmegedämmten Konstruktion. Wenn wir das jetzt aufaddieren, haben wir drei erhöhte Anforderungen. Gehen wir jetzt in diese Tabelle, stellen wir fest, dass wir mit drei erhöhten Anforderungen eine Unterdeckbahn mit Zusatzlastmaßnahmen der Klasse 4 wählen müssen. Und das bedeutet im Detail, dass die Überlappungen und die Anschlüsse der Unterdeckbahn regensicher verklebt werden müssen. Danke, Michael. Es ist also gar nicht so schwer, zwischen Unterdach und Unterdeckung zu unterscheiden. Und es gibt eine einfache Broschüre, wo man alles nachlesen kann.